Ah, hier ist auch irgendwo. Ah, hier. Sehr gut. Warum hat das jetzt aufgenommen und nicht abgespielt? Also, ich meine, das ist schon echt hart. Sie tut mir ja wirklich sau leid. Sie tut mir echt übelst leid. Also, in so einem Alter, allein im Krankenhaus, das ist echt schon hart. Boah, ist das laut. Ah, hier ist auch nochmal ein Tagebuch. Du hast Kyokos Tagebuch 10 erhalten. 1. August. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Kollegin Hina hat sich über Reikos Einstellung in letzter Zeit beschwert. Ihr Zustand bessert sich nicht, was sie psychisch sehr belastet. Häufig lässt sie das an den Krankenschwestern aus. Ich bin in einer schwierigen Situation. Anscheinend steht Hina unter großem Stress, darum habe ich sie einfach mal ihren Ärger Luft machen lassen. Aber Reiko hat ihr zugehört. Ich war zu sorglos. Seitdem hat sie nicht mehr mit ihr geredet. Noch schlimmer ist, dass sie das Essen einfach auf den Boden wirft. Wir waren uns mal so nah. Ich weiß nicht, ob wir unser Verhältnis zueinander jemals werden retten können. あの時、玲子ちゃんを一人にしてしまった。一番支えが必要な時に孤独にしてしまったの。Kyoko hat sie gelogen, als sie sagte, dass Kuroneko das Krankenhaus verlassen hat? Verstehe. Die Ärmste. Tja, und wo jetzt? Wow. Okay. Irgendwas hat sie fallen lassen. Du hast Schlüssel erhalten. Ist das der Schlüssel zum Schwesternzimmer auf der ersten Etage? Ja, ich vermute, das heißt, wir müssen Uhr die Nummer von Kyoko nochmal anrufen, weil vorher hatten wir das Handy von Kyoko, jetzt haben wir das vom Direktor. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder die richtige Nummer raussuchen, wenn ich sie überhaupt finde. Das könnte ein bisschen dauern. Hier habe ich sie.
Das wäre die 997 116 116 6 und die 286 28. Wow, 6. Yeah. Müsste? Ja, funktioniert. Supi. Sehr gut, jetzt kann ich nämlich hier mal endlich in das Krankenzimmer rein. Also das heißt in das Krankenzimmer, sondern in das Schwesternzimmer. Nee, jetzt bin ich aber auf der falschen Etage. Ach, ich bin hier auf Etage Nummer 3. Nee, 2. 2 bin ich hier und ich muss auf die 1. Genau, richtig. Okay, und da hinten ist das Schwesternzimmer. Mal schauen, was uns dann dort erwartet. So. Aufmachen. Supi. Das ist doch klasse. Da liegt auch wieder ein Tagebuch. Du hast Kyokos Tagebuch 7 erhalten. 10. April. Ich habe ja schon davon gehört, dass es in Internetforen und Chatrollen ziemlich rau zugeht. Aber es ist doch schockierend, das mal selbst zu erleben. Besonders wenn jemand, den man kennt, aufs Korn genommen wird. Wie können Sie nur solche schrecklichen Dinge schreiben? Weil sie so lange Zeit im Krankenhaus verbracht hat, ist Krankheit nun mal ein Teil von Reikos täglichem Leben. Also macht es schon Sinn, dass es viel entsprechende Themen gibt, aber sie ärgern und schikanieren sie. Sie wissen nicht, was für ein Leben sie führen muss oder in welchen familiären Situationen sie sich befindet. Aber heißt das, dass sie einfach alles sagen dürfen? Es ist einfach schrecklich. Ein Chatraum? Könnte es sein? Verstehe. Die Ärmsten, also die Kinder in den Chatraum, haben das Mädchen dann natürlich fertig gemacht. Boah, das ist hart. Das ist echt hart. So. Das arme Mädchen. Vielleicht muss ich jetzt zu den Computern gehen. Nee. Dazu muss ich noch eins weiter, gell? Nee. Hä? Ich wollte eigentlich in Krankenstation, Betriebsraum, Zimmer 204. Ach, ist das ganz oben? Okay. Dann gehe ich nochmal hoch. Weil ich glaube, dass ich jetzt hoch muss. Das ist die falsche Richtung. Da, wo die Computer stehen von der vom Krankenhaus, dass da jetzt vielleicht was passiert, würde ich jetzt mal fast behaupten. So, wo war das denn? Cafeteria. Computerlounge, genau, Computerlounge. Die war hier. Vielleicht passiert dann hier jetzt was. Nee, schade. Ich mich wohl doch geirrt. Tja, und was jetzt? Ah, da vorne liegt wieder was. Ah, das Mobiltelefon. Das hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Du hast Mobiltelefon erhalten.
Und jetzt vielleicht noch mal runter ins Krankenzimmer, also ins Schwesternzimmer. Vielleicht hätte ich das Telefon vorher direkt mitnehmen müssen, um irgendwie einen Telefonat oder so auszulösen. Weil ohne Handy kann ich ja auch nicht aufnehmen. Sü. Ich wusste es doch irgendwie. Rin, diese Person, Datum 27. um 19:05 Uhr. All das kränkliche Kuroneko, Hamachi kränklich, sie erwähnt wohl das Krankenhaus sehr häufig. Ich weiß irgendwie nicht, was ich zu ihr sagen soll. Ja, sie zieht einen immer ganz schön runter. Sie hat im Krankenhaus einfach nicht viele Freunde. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, aber ich will mich nicht ständig schlecht fühlen. Es ist ermüdend, sich mit ihr abzugeben. Vielleicht macht sie sich auch nur einen Witz daraus. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Einige Leute machen im Internet seltsame Dinge. Sie denken sich was aus, nur damit sie anderen leid tun. Einen Witz daraus machen? Das zu sagen ist aber gemein. Warum verteidigst du sie? Ich finde es ungerecht, all dieses Zeug zu reden, Leute. Jetzt sag aber nicht, dass du die Wahrheit kennst. Vielleicht ist Rin Kuroneko. Rin? Ach so, Rin Kagura. Ha, oh Mann, jetzt ergibt alles einen Sinn. Mach dich nicht lächerlich. Ist das wahr? Rin, macht ihr euch gerne zu Idioten? Was? Bist du die Moralpolizei oder was? Das ist ein Chatraum, wir machen nur Spaß. Ja, auf die Kosten anderer. Dass wir mehr. Das wird zum. Wird. Oh mein Gott. Das wird mir zu heiß hier. Ich bin für heute weg. Hamachi hat den Chatraum verlassen. Ja, ich rauch. Al hat den Raum verlassen. Garana, das war's wohl für heute. So kann man die Leute auch vertreiben. Garana hat den Raum verlassen. Kuroneko hat den Raum betreten. Kuroneko, danke, Rin. Kuroneko hat den Raum verlassen. Das ist der Chatraum, den ich benutzt habe. Warum, Kuroneko? So langsam kommt es zum Ende, würde ich mal fast behaupten. So. Okay. Dann würde ich sagen, muss ich jetzt hier wieder raus, oder? Ah, da ist Kyoko wieder. Die kleine Krankenschwester. Wow, Mist. Ich muss ihr folgen. Nein, nein, nicht weglaufen. Nicht so schnell. So. Ja, und jetzt? Ah, da. Hoch in den dritten. Zweiten. Wie komme ich denn immer auf den dritten? Hui. Wow, Mist, Mist, Mist. Mein Controller hängt. Meine Steuerung. Fuck. Nein, 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 nein. Die rennt mir jetzt bloß weg. Ich soll hier rein? Gut.玲子ちゃん。今日はここにいたの？そう。少し顔色もいいみたいね。さ、そろそろ検査の時間よ。1階で先生が待ってるわ。
So sieht die voll harmlos aus, so als ganz normales Mädchen. Oh wei. Kuroneko, ich koste den Leuten einfach Geld und ich kann nichts dagegen tun. Meine Mutter wäre glücklicher, wenn ich einfach weggehen würde. Ich wette, das glauben alle. Sag sowas nicht. Ja, einige Leute sagen böse Dinge, aber längst nicht alle. Das sagst du nur so. Ich habe mich gefreut, dass ich online Freunde gefunden habe, aber jetzt macht es mich traurig. Ja, aber du bist doch immer noch hier. Ignoriere einfach die Kommentare von den billigen Plätzen. Ich werde dich besuchen. Ich freue mich darauf, persönlich mit dir zu sprechen. Wirklich? Ja, ich werde ins Krankenhaus kommen. Wirst du wirklich hierher kommen? Ja, ich verspreche es. Wir werden so lange miteinander sprechen, wie du willst. Rin, lass uns einen privaten Chatraum nehmen, damit uns niemand unterbricht. Danke. Ich werde auf dich warten. Es ist, wie ich mir gedacht habe. Kuroneko, der ich versprochen hatte, sie zu besuchen, war Reiko Asagiri. Und ich... Ich habe versprochen, zu ihr zu kommen, aber ich hatte diesen Unfall. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Oh mein Gott, die Ärmste. Ich glaube es nicht. Ich dachte, es wäre ein Traum. Aber das waren meine Erinnerungen. Kuroneko. Ist das Kuroneko? Oh mein Gott, wie krass. Warten? Kuroneko wartet noch? Verstehe. Das ist natürlich hart. Aber Leute, ich werde jetzt hier Pause machen und ich habe irgendwie keine Taschenlampe mehr. Kann ich die irgendwie wieder einschalten? Hallo? Nein. Warum? Wieso? Mach so ein Mist. Ah! So mache ich sie aus und so mache ich sie wieder an. Ah! Das wusste ich gar nicht. Cool. Na, man lernt immer noch wieder dazu in dem Spiel. Aber ich werde jetzt aufhören. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, so langsam kommen wir doch der Sache auf den Spur, nicht? Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.